Ja, ihr habt es gesehen, wir sind vorsichtig, wenn wir im Garten arbeiten gehen, diese Saison. Jetzt kommen wir, wenn wir schon ein bisschen bei Filmbeiträgen sind, zum Schweizer Kinofilm «Mary und Johnny», der am 5. Juli in der Schweiz Kinopremiere feiert. Wir begrüßen ganz herzlich den Co-Regisseur Samuel Schwarz, den Hauptdarsteller Philipp Graber und die bezaubernde Nadine Vinzenz heute oben bei uns bei Popbar. Kommt doch auf die Bühne. Hallo. Hi. Ciao. Hi. Wo sind Sie? Da. Schön, dass du da bist. Soll ich da sitzen? Ja. Dass auch die Zuschauer schnell einen Einblick bekommen, um was es geht, schauen wir doch gerade schnell den Trailer an. Was schaut ihr so blöd, hä? Ist die WM vorbei? Das richtige Leben wieder im Anmarsch? Johnny verliert seinen Job, Johnny verliert seine Freundin. Sensationell. Ist nur mehr die Hure liegen geblieben. Ihr habt es vielleicht gehört, wo ist nur mehr die Hure Liebe hin? Samuel, ganz kurz, wir haben jetzt den Trailer zwar gesehen, aber kannst du ganz kurz erklären, um was es geht im Film? Das ist die tragische Liebesgeschichte von Mary und von Johnny. Johnny hat seinen Job verloren. Es ist in der Nacht vom Fußballfinale 2010, Holland gegen Spanien. Und sie will unbedingt den Match schauen, ihn scheisst es an, er hat seinen Job verloren, er arbeitet beim Mediamarkt. Und in diesem Sinn treibt es die beiden eher auseinander. Und beide treffen neue Partner in dieser Nacht und dann erlebt man die lange, lange Nacht, bis am Morgen die beiden sich wieder treffen, unter anderen Bedingungen mit neuen Partnern. Also klassische Liebesgeschichte. Eine klassische Liebesgeschichte, irgendwo in dem Sinn schon, ja. Es geht ja immer irgendwann zu Ende, ja. Nadine, du bist Dorfdisco-Schlampe im Film. Jawohl, so ist. Beschreib doch mal deine Rolle. Ja, Typecasting. Also, ja, gell, Typecasting, absolut. Ja, meine Rolle, nein, es ist wirklich eigentlich eine Tragödie. Ich würde sagen, sie versucht sich irgendwie zu finden und sie weiß nicht genau, wo sie her will. Es ist wie so eine. Irgendwie liebt sie das Neue. Sie kommt einfach von etwas ganz Normalem und sie kommt zu einem Punkt, wo sie einfach etwas absolut Neues erleben will. Und sie hat irgendwie voll die Schnauze voll von ihrem Freund, der einfach absolut langweilig ist. Also von ihm? Von ihm, oder? Natürlich. Hi zusammen. Ha, sind wir noch da? Ciao. Und sie will einfach irgendwie aus dem Ausbrechen etwas Neues erleben. Und natürlich genau in dem Moment kommt sie zu Leuten her, wo sie natürlich das Gefühl hat, geil, oder? Neue Leute. Und leider ist es halt so, dass das eigentlich wirklich nicht so die Leute sind, die für sie gut sind. Und so geht es halt. Also wärst du lieber beim Johnny, beim faulen Sich geblieben, ja, sozusagen. Vielleicht wäre das auch gut gewesen. Beschreib doch mal schnell deine Rolle, Philipp. Du bist der faule Sich, du hast den Job verloren. Was machst du als Johnny? Ja, ich bin eigentlich so als Johnny so ein kleiner Hänger. Einer, der viel versteht, was falsch läuft im Leben, aber aus dem heraus nicht das macht, was er richtig findet, sondern gar nicht mehr. Also solche Leute gibt es ja noch häufig. Also, ich habe solche Kollegen und an denen habe ich mich orientiert. Nein, das ist ja wirklich ein Problem zum Teil. Dass man, ja, man sieht, weißt, die da oben und die anderen und diese und jene haben da sein eigenes Ding zu machen. Oder? Das schafft er nicht. Und so hat er zwar recht mit seiner Kritik, aber es bringt halt nichts. Oder? Irgendwann musst du entscheiden. Ich kann noch anschließen an Samuel. Von der Einleitung her, was vielleicht noch ganz interessant ist, das ist ja ein Film nach einem Theaterstück, Casimir und Caroline vom Horvath. Und er hat eigentlich die Geschichte ja, schon geschrieben. Und das ist eigentlich recht interessant, wie top aktuell meiner Meinung nach der Stoff heutzutage noch ist. Also ja, für mich ist ganz wichtig zu sagen, dass der Philipp Graber eigentlich mein alter Ego spielt.
Weil für mich ist es ja schon irgendwo gegangen, um den Fetisch endlich mal loszuwerden. Also der Fetisch von dieser unglaublichen Begierde und von dieser unglaublichen Sehnsucht, eine Miss Schweiz als Freundin zu haben. Und ich glaube, das tut jeder Schweizer Mann tut das extrem verfolgen. Und ich habe das mit meiner Frau auch besprochen. Und ich gesagt, das müssen wir einfach irgendwie überwinden, mal das Trauma. Und sie hat nachher Nadine Vinzenz vorgeschlagen, dass sie die Rolle soll spielen. Sie hat quasi auf die Rolle verzichtet, meine Frau. Weil eigentlich ist es am Anfang gewesen, dass sie das wird spielen. Und sie hat dann gefunden, das ist auch ein Schleier, wenn du den Fetisch mal überwindest, in dem Sinn, dass du das jetzt wirklich mal auslebst. Und so war es dann irgendwie auch gewesen. Also wir haben das jetzt einfach gemacht, oder? Und in dem Sinne ist er jetzt auch ein bisschen mein Blickwinkel, quasi der Schmerz, wenn du nachher auch das verlierst, oder? Also wenn der Fetisch aus den Fingern geht. Und das ist schon ein bisschen, das ist schon eine Geschichte von mir. Kommen wir noch zu etwas anderem, und zwar wegen drei Tagen haben sie am Zürich-Fest gefilmt. Und schauen wir doch gerade schnell das Making-of an. Ich weiss ganz genau, was du meinst, aber frag mich wirklich, meinst es gibt nur den einen und Tag sieht so aus, als mit drin bist, aber das Leben ist ein Riesenrad, Gelüst, Aussicht, komm, spür die Liebe und heb dich dran, wenn du kommst, ist der Sommer, ist die Herbstzeit da und es tut weh, wenn einem alles aus der Hand gleitet, nur wer schon alles verloren. Der kann Scheiße und der weiß, die Welt wird jetzt nicht untergehen. Wenn kaum ist dem so kalt, ist schon bald der Sommer da. Also wir haben es gesehen, das waren ziemlich prekäre Bedingungen, die ihr da eigentlich den Film drehen mussten. Wirklich, es war am Zürichfest, ihr habt es in drei Tagen gefilmt und dann haben ihr noch sechs Tage ein Set nachgebaut, das jetzt hier, man sieht, vom Sturm verwindet hat. Wie war das mit den Schauspielern und so einem Zeitdruck und so Bedingungen zu filmen? Ja, wir haben eigentlich den Schauspielern gesagt, dass sie müssen reagieren auf das, was passiert. Also wir haben jede Situation vorprobt. Aber dann gesagt, jetzt haltet euch nicht fest an dem, was wir vorprobt haben, sondern reagiert jetzt spontan auf das, was passiert. Also, die Leute spielen auch mit, oder die sehen das in der Kamera da, oder? Und dann fangen sie irgendwie reinwinken und so. Und dann muss man cool bleiben und weiterspielen, weil man ja weiss, dass Jump Cut ist heutzutage möglich, dann kann man rausschneiden die Momente. Oder ja, auch bewusst hinlassen. Oder auch bewusst hinlassen. Spielt ja auch ein bisschen mit dem. Genau, spielt auch ein bisschen mit dem, oder? Wir sind uns heute auch an Kameras gewöhnt, überall jetzt Kameras. Ja, das war ein Training, wie kann man sich auf die Situation einladen. Mhm. Wie gesagt, ihr habt ja am Zürichfest nichts abgesperrt, sondern sind einfach da mit der Kamera und haben gefilmt. Ist das wichtig? Wie war das für euch als Schauspieler, wenn ihr mitten in so Leute hineinsteht und eure Rolle spielen müsst? Weil das ist ja wirklich, sind keine Statisten, sondern das sind effektiv die Leute, die dort waren, oder? Ja, also für mich war es so, ich habe wirklich, wenn wir gewisse Szenen gedreht haben, war es so, dass wirklich Leute hergesäckelt sind und wir wollten helfen, weil sie gemeint haben, wir sind wirklich am Streit. Sie haben gesagt, nein, yes, es ist alles okay, aber wir haben es versucht, auseinanderzureissen. Und, aber auch sonst früh, ich meine, die 10 Drehtage, das war wirklich so intensiv und so genial. Es hat so viel Spass gemacht. Und ich meine, ich habe in dieser Zeit auch wirklich fast gar nicht geschlafen. Also ich bin wirklich sozusagen fast 30 Stunden auf der Beine gewesen. Und wirklich mit fast keinem Schlaf, mit wenig Schlaf. Aber es hat so viel Spass gemacht, dass irgendwie man kommt in so eine Adrenalin rein, dass einfach, wie eine Batterie, es passt einfach. Oder? Wie war es für dich, Philipp? Ja.
Also es war der absolute Wahnsinn gewesen. Man muss es wirklich so sagen. Es war also jenseits von gut und böse gewesen, aber trotzdem geil. Also, ich meine, wir haben 9 Nächte in diesen Festen. Es war ja Galliente und Zürichfest und EM-Fest noch. Und es ist, wir sind ja immer nur in, wir haben eigentlich fast 80% des Films nur in einer Festatmosphäre hineingetragen. Wir haben ja auch alles nachher vertont, weil man das tontechnisch ja gar nicht hätte können realisieren können. Und es war krass gewesen, weil man war dort und hat gesagt, hey, wir machen jetzt nicht diese Szene, sondern wir machen die andere Szene. Ja, wo, dort vorne, kommen halt dort vorne, dann bist du dort, dann fehlt einer, dann läutest du dem an, dem sein Handy, der hört natürlich sein Handy nicht. Und du hörst 9 Tage, jede Nacht, ununterbrochen, letzte Runde, einer geht noch einsteigen, bitte, 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 Wahnsinn! Ich meine, wenn du dort eine Stunde drin bist, hast du schon eine Krise. Und dann nach 4-5 Stunden voller Arbeit gibt es zum Mittag, nachts um 4 Uhr. Und dann hast du Gutscheine, wo du Brotwurst oder ein Schnippo-Sandwich holen kannst. Stehst du Stunde? Hey, das kotzt dich dermassen an. Aber das ist dann alles auch schon wieder egal. Weil du einfach weißt, jetzt wird es einfach durchgezogen. Ist mir scheißegal. Und am Morgen hast du keinen Fahrdienst heim, sondern kannst ins Tram steigen und dein Billett zahlen. Also wir haben übrigens noch eine Kamera gehabt, die zu 50% vom Dreh ist, eine Red One. Nehmen nie eine Red One. Ist die ganze Zeit abgestürzt. Die hat Ophelia geheissen, die Kamera. Im zweiten Teil vom Dreh haben wir nachher eine gehabt, die Nathan geheissen. Die ist nicht so fest abgestürzt. Aber die Ophelia ist die ganze Zeit abgestürzt. Oder? Also wir haben ein Drehverhältnis von 1:1. Alles, was wir gefilmt haben, ist im Film. Oder? Dann nach einem grossen Stück Arbeit. Aber es ist ja schön, sind keine Steuergelder drauf gegangen, wie du in einem Interview schon vorhin gesagt hast. Also die Leute sollen sich nicht aufregen, weil ihr habt alles privat finanziert. Und unter anderem mit Crowdfunding, ist das die Zukunft des Films? Oder kannst du das noch schnell erklären für die Leute, die nicht wissen, was das ist? Also Crowdfunding ist quasi eine Möglichkeit, dass man die Fans dazu bringt, dass sie in den Film investieren. Ich glaube, das lohnt sich so in einem Land mit ein paar hundert Millionen Zuschauern und Fans. Aber hier ist es natürlich noch fragwürdig, ob man es wirklich schafft. Also, aber ich denke, es war jetzt ein Teil von der Finanzierung. Und ja, es war eine rollende Finanzierung die ganze Zeit. Wir haben den ganzen Film rollend finanziert. Immer. Wir haben den Dreh finanziert und nachher haben wir die Postproduktion rollend finanziert. Jetzt bewerben wir, also jetzt finanzieren wir rollend die PR-Massnahmen. Das könnte schon eine Zukunft sein, ich weiss es nicht. Es hat Vor- und Nachteile. Es hat funktioniert jetzt. Es hat jetzt funktioniert. Der Film kommt ins Kino, jetzt ist es allen scheißegal, wie er finanziert wurde. Jetzt kommen wir langsam schon zum Ende von oben. Wir haben aber noch, es ist ja EM, wie ihr alle wisst. Es ist der spielfreie Tag heute oben, darum haben wir euch Fußball mitgebracht. Und ich bitte euch doch gerade mal schnell hierher zu bringen. Ich gebe euch jeden einen und ich bitte euch. Oh, und da geht es. Also, wie gesagt, es ist ein Gewinnspiel. Ich bitte euch, die Bälle ins Publikum zu werfen. Und euch im Publikum bitte ich, die Bälle zu fangen. Es lohnt sich, wenn ihr oben mit der Nadine Vinzenz oder mit dem Philipp Gruben verbringen wollt. Einen Abend mit mir? Das höre ich zum ersten Mal. Aber da muss ich aber genau zielen. Du. Es wird gefährlich. Ja, wir dürfen schießen. Also, darf ich dich rühren? Du darfst für mich rühren. Ja, wenn wir rühren. Okay. Und jetzt. Okay, du für mich. Ich war hinterher, ja, gut. Und jetzt musst du für das Ende. Also, wo? Merci, ja. Ein herzlicher Applaus für die Filmcrew. Ich danke euch viel, viel mal, dass ihr gekommen seid. Wie gesagt, am 3. Juli ist die Vorpremiere im Kino Riffraff. Am 5. Juli der offizielle Kinostart. Gehen Sie schauen, verpasst es nicht. Jetzt noch zum letzten Teil vom Oben. Auch Popbar ist ein kleines Filmbusiness eingestiegen. Sie hat zwar eine Serie gemacht. Und schaut doch gerade selber den Trailer.